Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, der vor einer Woche vorgestellte Jack Russell Mischling Josh und die am Herkulesmarkt in Gotha Süd gefundene Katze hatten bisher kein Glück. Für den kleinen Josh hat sich leider niemand interessiert und für die Mieze hat sich kein Besitzer gemeldet. Nach der Bleibepflicht suchen sie nun ein neues Zuhause. Heute präsentieren wir gleich drei Katzen, die so gern wieder in Freiheit leben würden. Die Katze Tiger wurde aus persönlichen Gründen im Tierheim abgegeben und braucht ein neues Revier bei Menschen, die mit Katzen Erfahrung haben. Tiger ist eine charakterstarke, kastrierte Katzendame von 10 Jahren. Sie lebte bisher nur in der Wohnung, soll aber ein Zuhause mit Freigang bekommen. Als Einzelkatze in einer Wohnung fühlen sich manche Samtpfötchen nicht ausgelastet und entwickeln ihre Eigenheiten. Bekommen sie Freigang, haben ihr Revier und können ihren Jagdtrieb ausleben, sind sie ganz andere Tiere. Die schöne, gewichtige Tigerin würde sicher nochmal richtig aufblühen, wenn sie täglich ihr neues Revier abgehen könnte. Sie soll nicht in eine Familie mit Kindern und auch nicht zu anderen Katzen kommen. Tiger ist eine selbstbewusste, eigenständige Katze, die ihrem Personal zeigt, was gerade gut für sie ist. Es gibt Katzenliebhaber, die genau diese Art von Miezen lieben und diese werden für Tiger gesucht. Die beiden nächsten Gestrandeten sind als Katzenfamilie in die Arche Noah gekommen. Die liebe, getigerte Katzenmutti ist etwa 4 Jahre alt und hat sich sehr gut um ihre Kleinen gekümmert. Nun werden für sie und ihre Kinder Menschenfreunde gesucht. Das hier gezeigte schwarze Kätzchen ist ein Dreivierteljahr alt. Beide wurden in der Arche Noah kastriert. Es wäre schön, wenn sie zusammenbleiben können, da sie sich sehr gut verstehen, aber Bedingung ist das nicht. Sie könnten auch getrennt voneinander zu schon vorhandenen Katzen vermittelt werden, denn die beiden sind sehr verträglich. Ganz allein wäre für beide nicht so schön, da sie bis jetzt in Familien und mit anderen Artgenossen gelebt haben.